Vielleicht hat es mit Heldentum zu tun, wenn sich ein Selbstmordattentäter in die Luft sprengt. Für die Heldenforschung steht fest, dass man sich selbst nicht zum Helden machen kann. Helden werden konstruiert und geschaffen, um ein Ziel zu erreichen. Olmo Gölz forscht zu diesem Thema. Am Sonderforschungsbereich Helden, Heroisierung, Heroismen hier an der Universität Freiburg habe ich ein Forschungsprojekt zu den Dynamiken des Heroischen im Iran-Irak-Krieg. Ich versuche dort, die heroischen Diskurse im Kriegsgeschehen zu ermitteln und nachzuzeichnen und versuche herauszuarbeiten, welche Rolle das Heroische bei der Mobilisierung der Bevölkerung auf der jeweiligen Seite gespielt hat. Nachdem im Jahr 1979 Saddam Hussein im Irak und die Mullahs im Iran an die Macht gekommen sind, stehen sich am Grenzfluss Schatt al-Arab zwei neue Regimes gegenüber. Um sich ideologisch zu festigen und ein Erscheinungsbild zu definieren, setzen sie auf Krieg. Nun gilt es, Begeisterung dafür zu wecken. Wenn ein Staat erreichen möchte, dass junge Männer in den Krieg ziehen und möglicherweise ihr Leben an der Front lassen, dann muss dieser Staat dies über Vorbilder versuchen zu vermitteln. Um dem Anspruch von Mut und Tapferkeit gerecht zu werden, muss man im Iran leuchtende Vorbilder abseits der Mullahs und ihrem Führer Ayatollah Khomeini finden. Khomeini ist zur Zeit der Revolution bereits ein alter Mann und spricht so in seiner Vorbildfunktion nicht junge Leute dazu an die Front zu gehen und sich in seinem Sinne aufzuopfern. Das Regime greift in seiner Mobilisierung hier auf die Vorbilder des frühen Islam zurück. Der schiitische Islam geht davon aus, dass die Nachfahren des Propheten alle einen Märtyrertod gestorben sind. Hossein Fahmidi tut es im ersten Golfkrieg den Märtyrern gleich. In der Schule lernt man seine Geschichte. Mit einer Granate bewaffnet geht der 13-Jährige auf einen irakischen Panzer zu, bringt ihn zur Explosion und stirbt. Für Ayatollah Khomeini ist Hosseins Hingabe Grund zur Nachahmung. Zahlreiche Filme führen iranischen Kindern die Heldentat vor Augen. Tausende von ihnen gehen daraufhin ebenfalls in den Märtyrertod. Im Irak verläuft die Konstruktion eines Helden anders. Mit Saddam Hussein steht eine Figur zur Verfügung, die die gewünschten Tugenden selbst widerspiegeln kann. Arabisch sein, muslimisch sein, zugleich säkular sein, auf eine Geschichte des Zweistromlandes verweisend. Und das alles wird in einer Person verdichtet. Wir können etwa sehen, dass Saddam Hussein als Saladin stilisiert wird, der eigentlich kurdischer Herkunft ist und als Befreier Jerusalems aber über die gesamte arabische und auch islamische Weltverehrung genießt. Wir können sehen, dass er als Nebukadnezar stilisiert wird, der als Befreier Babylons dargestellt wird und sozusagen ein ur-irakisch Sein im Zweistromland darstellen soll. Zusammenfassend lässt sich sagen, Helden beschreiben die Gemeinschaft, der sie entstammen. Helden wirken durch ihre Idealität identitätsstiftend und Helden haben auch eine Abgrenzungsfunktion. Wenn ich beispielsweise im Kontext des Iran-Irak-Krieges einen arabischen Maskulinitätsethos propagiere, dann sage ich damit nicht nur etwas über eine Männlichkeitsnorm, die im arabischen Kontext funktioniert, sondern ich definiere damit auch, dass alle Perser möglicherweise dieser Maskulinitätsnorm nicht folgen können. Das heißt also, wenn es mir gelingt, in meinem Forschungsprojekt herauszufinden, was in einem bestimmten historischen Moment die Propagierung von Heldentypen auch über die andere Seite aussagt, dann kann ich Rückschlüsse auch auf das Verhältnis der beiden Staaten zueinander in diesem historischen Moment ziehen. Die jüngste Geschichte des Iraks und des Irans setzt die Tradition gegeneinander gerichteter Helden nicht fort. Die Regimes bestehen inzwischen auf beiden Seiten aus Schiiten und man nähert sich an. Der nächste Held könnte so ein gemeinsamer sein.